Die Jugendgruppe hat sich bereit gemacht. Jugendgruppe 1979 gegründet, zwangsweise gegründet worden, weil 1974 gab es Kinder. Es gab eine Kindergruppe und man hatte gar nicht bedacht, dass Kinder größer werden. Und was macht man mit Jugendlichen? Also kurzerhand wurde eine Jugendgruppe gegründet, seinerzeit von Klaus Witte. Und mit der Gruppe haben wir viele, viele schöne Fahrten, viele schöne Erlebnisse gehabt. Und ich möchte euch jetzt bitten, mit Musik aufzumarschieren. Ein Schottisch und dann gibt es den Wolgaster, Mecklenburg-Vorpommern, ganz oben im Nordosten. Daher kommt dieser Tanz, den ihr gleich sehen werdet. Viel Vergnügen mit der Jugendgruppe der Wegschäbers in der wunderschönen Blauducktracht, die der Heimatverein für uns auf dem Gelände des Meierhofes herstellt. Elke, nochmal ein ganz dickes Dankeschön an den Heimatverein. Schön, dass es euch geht. Danke.
Ja, das ist der hoffnungsvolle Nachwuchs. Das ist die Gruppe, die uns auch gerne im Ausland vertritt. Wir reisen gerne in Kombination Jugend- und Erwachsenengruppe. So waren wir im letzten Jahr in Frankreich zu einem großen Festival. So waren wir 2016 für 2,5 bzw. 3 Wochen in Amerika. Und es macht schön, junge Leute so langsam daran zu führen. Und jemand wie Michel, der jetzt stellvertretender Vorsitzender ist, der hat in der Kindergruppe angefangen, war in der Jugendgruppe. Jetzt ist er bei den Erwachsenen. Also man kann sich bei den Wegschiebers hocharbeiten. Big Shaper sagte ja, 50 Jahre in diesem Jahr, Geburtstagsfeier, Sie sind unsere Gäste, für Sie machen wir diese Geburtstagsfeier. Diese Feier kann nur stattfinden, auch mit den vielen internationalen Gästen, weil es den CIOF gibt. CIOF ist der internationale Rat für die Organisation von Folklore-Festivals weltweit und der erste Vorsitzende der CIOF Deutschland, Norbert Müller, sitzt hier vorne. Norbert, schön, dass du dabei bist, herzlich willkommen in Schesel. Der CIOF Deutschland wurde gegründet von 4 Gruppen. Kölbe, Wehrheim, Schlitz und Schesel. Und da oben im Honigspeicher, da wurde die Satzung geschrieben für den CIOF Deutschland. Und Sie sehen ja, was daraus geworden ist, sonst wären Sie heute nicht hier, sonst würden wir nicht weltweit reisen. Genau wie unsere Freunde aus Schlitz.